Yuna! Tim, es geht los! Zu den Toren! Was auch passiert, wir weichen nicht zurück. Jin, Yuna, die Mongolen! Ja, ja. Wie nah? Sie sind am Haupttor, wenn sie es durchbrechen. Wir halten sie auf. Da ist er, der Geist! Der Geist, rettet uns! Tucker, versammelt alle, die nicht kämpfen können und bringt sie zur Burg. Er gehört. Sucht in der Burg Zuflucht. Schnell! Sie sind an den Toren! Sie greifen an! Sie durchbrechen das Tor. Position halten! Jeder Mongole, der einen Fuß hier reinsetzt, wird sterben! Lasst sie nicht vorbei! Bogenschützen! Streckt sie nieder! Für Yarikara! Für den Geist! Next. Jin, sie brechen durch das andere Tor. Krieger von Yarikara. Das Nordtor? Natürlich haben die mehrere Tore, muss ich ja lohnen, ne? Bringt sie zurück! Haltet das Tor! Der Geist! Gojo! Come on. Attentat? Dein Ernst? Sonst noch wer? Sie flüchten. Sie fallen zurück. Wir haben sie kaum getroffen. Was haben sie vor? Uns rauslocken? Nein. Wehrt sie ab, solange ihr könnt. Dann verschanzt euch im Burgfried. Ich erledige die Belagerungswaffen. Ich sollte mitkommen. Nein. Taka braucht dich. Das war so unepisch. Er muss durch die Linie der Mongolen.
Belagerungswaffen zerstört. So viele Kunai, wie praktisch. Ja, seht mich ruhig alle, ich hab kein Problem damit. Das Einzige, was ich Probleme habe, ist Bogenschützen. Okay, willst du jetzt echt fighten? Du möchtest echt fighten, okay. Sonst noch wer? Du auch noch? Okay. Ja, das wollte ich nicht, aber egal. Viel Schaden Feuer halt macht. Vernichten. Eine geschafft. Bullshit. Bullshit. Bogenschützen. Nerven so hart. Haben wir dann alles? Das müsste es gewesen sein. Sie haben die Mauern durchbrochen. Aber wir können sie noch vertreiben. Zurück in die Festung zu gelangen wird schwer. Die sind so blind. Ich rufe ihn anders, ich schwör. Joink. Verdammt, das ist der General. Temuke. Und das sei ja am Burgfried. Ja,
Musso! Musso! Motherfucking Bogenschützen! Hey, Arschloch. Temuge, stellt euch! Der Geist! Boom! Khotun wird mich für euren Kopf belohnen! Nope. Denn ich werde mir deinen Kopf nehmen. Und dann machen wir aus dir eine Barbie-Puppe. Was hältst du davon, hä? Ich bin Jin Sakai und ich habe Männer wie euch überall auf unserer Insel getötet. Euer Blut wird die Insel tränken! Vorsicht, Temuge. Tod nützt euch Khotuns Belohnung nicht viel. Ein Glückstreffer! Nochmal schafft ihr das nicht! Ihr habt Männer in vielen Ländern getötet, Temuge. Aber hier sterbt ihr. Geist, Cybersack! Durch Niedermetzeln von Anführern erlangst du Geistkampfhaltung. Eindringlinge, seht euch euren General an. Flieht! Sonst ist dies euer Schicksal. Damn. Bürger von Yarikawa, jagt jeden Mongol bis zum Letzten. Verschont niemanden! Für Yarikawa! Für Yarikawa! Was? Töte genug Gegner um Schaden? Okay, das Ding ist halt, ich dachte gerade, das war eine Entscheidung. Aber das war keine Entscheidung, das war ein Tutorial. Für Sparta. Für Sparta klingt gut. Meldet sie nieder! Holt euch ihre Köpfe! Alle Mann zum Tor! Vorstoß! Für den Geist! Sonst noch wer? Besser einer über. Hallo, mein Freund. Oh, Geistpower. Okay, hier waren keine Gegner, also ist die Power einfach wieder ausgegangen. Drängt sie zurück! Yuna! Eure Stadt ist gerettet. Jetzt helfen wir Fürst Shimura, unsere Insel zu retten. Wir sind keine Soldaten. Wer tötete diese Mongolen? Wer trotzte ihrer Belagerung? Wer rettete Yarikawa? Wir.
Gratulation, Tucker. Nimm den Keks aus der Keksdose. Wir nicht einfach hier warten, bis die Mongolen es erneut versuchen. Ihr sagt, ihr seid keine Soldaten. Doch ihr seid Krieger. Wir können die Invasoren besiegen und unsere Heimat retten. Doch nur, wenn wir zusammenstehen. Klinge des Dämons. Dang. Euer Freund besiegte einen meiner besten Generäle. Meine Männer halten ihn langsam für unbesiegbar, beweist ihnen das Gegenteil. Die Belohnung für Jens Kopf ist mir egal. Macht ihr euch denn nichts mehr aus euren treuen Strohhüten? Jin ist der beste Schwertkämpfer der Insel. Meine Männer können ihn nicht töten. Es gibt viele Wege, einen Feind auszuschalten. Findet einen anderen. Und wenn wir ihn gar nicht töten müssten? Später werft zwei zusätzliche Kunai. Oh, Spiel, don't do this to me. Um die Geistkampfhaltung einzunehmen, musst du entweder Mongolenanführer aus der Tarnung heraus niedermetzeln oder genug Gegner töten, ohne Schaden zu nehmen. Selbst die Kampfgeisthaltung lässt dir die Wahl, ob du quasi eher so ein Ninja-Path spielst oder ein Samurai-Path. Es ist entschieden. Yarikawa wird für uns kämpfen. Mein Onkel wird davon erfahren wollen. Weißt du, da hattet er für einen Moment, ne? Für einen Moment war er der King von allem. Und keine 3,5 Sekunden später... Oh, das muss ich Onkel sagen. Warum? Es tut mir leid, der Onkel macht alles kaputt. Sorry, es... Nee. Check ich nicht. Check ich einfach nicht. Check ich echt nicht. Ist mir echt zu hoch. Darf ich euer Katana für euch schärfen? Sure, kannst du irgendwas tun? Oh, du kannst das hier upgraden. Well. Eure Klinge ist bereit. Bis bald. Well, damit bist du nutzlos, weil damit hast du nie wieder Upgrades für mich. Außer ich krieg... Außer ich krieg noch ein Katana für 3 Schwerter-Stil. Klebe ich mir dann einen Penis oder so. Okay. Nee, ich will, glaube ich, gerade nichts weiter anfangen. Bin ich ganz ehrlich. Ich will das einfach zuerst mal sacken lassen. Weil das war gerade definitiv episches Fuck. Rüstung verstärken, mein Herr? Das ist einfach so... Wait, jetzt... Ich kann eure Rüstung nicht verstärken. Das ist der nächste, die ich vielleicht anziehen möchte. Damit seid ihr sicher. Oh, dang. Mit Stolz.
Moment, Moment, ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch nicht fertig mit der Rüstung. Das geht noch besser. Bam. Der Regenbogen-Samurai. Eat this. Oh Gott. Habe ich auch noch so einen richtig dämlichen Hut, der dazu passt? Oh, ich habe da bestimmt irgendwas vollkommen... Nein, nein, nein. Moment, lass mal eben gucken. Ich mag die Rüstung halt irgendwie. Die ist halt irgendwie cool. Auch wenn die Sankai-Rüstung total geil ist, wenn du herausfordern kannst. Mein Herr. Nee. Wo ist der normale Händler? Da ist der normale Händler. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Okay, Hüte. Maybe der Bauernstrohhut dazu? Maybe. Wenn er mal lädt. Ich sehe aus wie ein fucking Weihnachtsmann. Oh Gott. Es tut mir leid, I need this shit. Ich hoffe, damit ist euch gedient. Das sieht fucking ridiculous aus. Oh ja, und dazu bitte einen blauen Bogen. Eine gute Wahl. Und dann irgendwie noch so richtig, richtig dämliche Katana-Farben. Ich glaube das hier. Besiegt damit die Invasoren. Okay, let's do this. Pürchender Tiger ist ganz unten. Das kann man schon mal merken. Pürchender Tiger ist eine Idee. Das hier ist auch eine Idee. Okay, never mind. Das hier toppt alles. Glaube ich. Ja, das toppt alles. So. Achso, nee, die sind ja immer beide, die ich tausche. Okay, so. Wo ist der Bauernstrohhut? Da. Und was nehmen wir dazu? Ich hab doch die eine. Nee, nee, nicht finsterer Krieger. Der mich sieht aus wie Batman. Oh ja, hier, das Fürstending mit dem Schnurrbart ist... Fürst mit Schnurrbart ist definitiv eine Idee. Ja, okay, Fürst mit Schnurrbart ist... da. Dang. Duh. Okay. Ho, 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 liebe Mongolen, seid lieber nett, sonst kommt der Weihnachtsmann vorbei und schlitzt euch den Hals auf. Okay, gut. Ich glaube, damit mache ich das mal Feierabend für heute. Das ist ridiculous. Verbeug dich nochmal. Ja, sehr schön. Sieht so ein bisschen aus, als ob du nur deinen Schritt reindrückst. Okay, genug für heute. Ich sollte eben hart saven. Dip, dip, dip. Nicht Feierabend machen. Doch. Genau jetzt Feierabend machen. Genau jetzt. Ich will wissen, wie es weitergeht. Ja, guck mal. Hast du doch direkt einen Grund, morgen wieder einzuschalten. Wenn es heißt, mehr Ghost of Tsushima.